denn, der Nächste bitte. Keiner? Gar nicht so einfach, ne? Aber gut, wem sage ich das? Als Berater bin ich gerade noch unterwegs gewesen. In dem einen Lied, da denke ich ja gedanklich eigentlich schon wieder an den Nächsten. War immer verbunden mit der Frage, welcher sollte eigentlich der nächste Lied sein? Um welchen sollte ich mich idealerweise als Nächstes kümmern? Ja, man bräuchte so eine zuverlässige Quelle von A-Leads, so richtige Premium-Leads, wo ich weiß, okay, wenn ich da jetzt meine BeraterInnen in Zeit investiere, dann wird es wirklich zu hoher Wahrscheinlichkeit ein Erfolg. Und Mario, du als Product Manager für Finn, kannst du uns hier vielleicht weiterhelfen? Und ob ich das kann? Bei uns, bei Finn, liegt uns auch sehr viel daran, dass ihr eure knappe, kostbare Zeit für die vielversprechendsten Leads, Kundinnen verwendet, diese schnell zu einem Abschluss bringt und sie somit in die eigenen vier Wände begleitet. Genau zu diesem Zweck haben wir die digitale Selbstauskunft in Finn entwickelt, die zulässt, dass Verbraucherinnen sich früh in der Phase selbstständig ohne euer Zutun qualifizieren und das vor der ersten Beratung. Seit einigen Wochen können eure Kundinnen hier jetzt die wichtigsten Daten wie persönlichen Daten, aber auch Beschäftigungsdaten eigenständig in Eigenregie erfassen und ihr könnt damit die Beratung noch zielführender und effizienter gestalten. Und das Beste daran ist, dass wir damit auch gleichzeitig den Wunsch von 40% der Kundinnen erfüllen, aktiver den Finanzierungsprozess mitzugestalten. Okay, also ein großer Teil der Verbraucherinnen hat da wirklich Lust drauf, da mitzumachen. Nicht alle, aber irgendwie ein großer Teil. Und wenn ich jetzt was brauche, wo die Verbraucherinnen schon mal was eingeben können, dann schicke ich quasi Finn raus und dann können die das eingeben und dann landet das automatisch bei uns in den Plattformen, also zum Beispiel in Baufi-Smart. Ganz genau. It's magic. Und wenn ich jetzt so an die Finanzierung denke, ab und zu brauche ich irgendwie eine Ratenkreditkombination, um das irgendwie dann noch machbar zu machen, vielleicht ein bisschen mehr Platz in der Haushaltsrechnung zu schaffen. Wirkt das auch im Ratenkredit? Auch da unterstützt unser Finn auch tatkräftig, unter anderem beim Vergleichen von Finanzierungsangeboten, aber auch beim Übermitteln von Dokumenten. Und demnächst, weil wir ja in die Zukunft schauen, auch beim Abschluss mittels der qualifizierten elektronischen Signatur. Das machen wir durch die Integration der jeweiligen Lösung der zugrunde liegenden Bank. Sehr cool. Und jetzt nochmal zurück zur Baufi. VerbraucherInnen sind da ja so auf der Reise von, ich will mal nur zu gucken, hinzu, ich möchte dieses Objekt jetzt kaufen. Ja, und die Leute, die noch, ich will mal noch gucken, sind, da sollte ich vielleicht jetzt nicht noch gerade meine wertvolle BeraterInnenzeit sofort investieren, da habe ich sicherlich den Abschluss nicht heute Abend. Also so Leads ohne konkretes Objekt sind ja eigentlich weniger wert, oder? Hast du völlig recht, genau so ist es. Wie ihr alle wisst, die Suche nach der passenden Immobilie, die dauert bestenfalls Monate, manchmal aber auch Jahre. Ne? Insbesondere jetzt in der aktuellen, etwas angespannten Marktsituation. Und ab nächster Woche wird es auch möglich sein, in Finn in dieser sehr frühen Phase die Immobiliendaten zu erfassen. Und auch wieder, wie schon bei der digitalen Selbstauskunft, vor der ersten Beratung. Okay, und da haben wir jetzt irgendwie schon alle Zutaten, um irgendwie so eine, ja, ich krieg also quasi alles, was ich brauche, um den Lead schon gut zu bewerten. Was haben denn VerbraucherInnen davon? Warum sollten denen das bei uns eingeben? Also du hast gesagt, die haben Lust drauf, aber... Genau, also zusammenfassend geht es uns darum, dass wir euch helfen, die Leads innerhalb von Finn anzuheizen, Stück für Stück. Und wir planen in diesem Zuge auch ein Anstöpseln an eure Past-API beispielsweise, wo wir in dieser frühen Phase auch schon erste Finanzierungsangebote den Verbraucherinnen zeigen wollen, weil es ist ja so, jede Interaktion mit und Dateneingabe zur Finanzierung erhöht unterm Strich die Abschlussquote. Aber da mal kurz eingehakt, also das ist tatsächlich so, ja, wenn wir, Peter, wir haben ja da auch einiges an Research im Past-Kontext gemacht und die Frage, die sich dann immer stellt, okay, wenn wir auf der einen Seite höhere Abschlussquoten, wenn wir davon ausgehen und zeigen das den VerbraucherInnen schon an, was habe ich denn dann als Vermittler oder als Vermittlerin letztlich davon? Also genau, also VerbraucherInnen werden damit belohnt, dass sie eine akkurate Finanzierung und akkurate Kondition kriegen, cool,
Und wir als Vertrieb haben irgendwie zwei Probleme im Wesentlichen. Wenn man mit einer starken Marke da draußen ist und viel Reichweite hat und dann guckt, was man mit dieser starken Marke an Reichweite an Leads kriegt, dann sind das, wenn man Glück hat, nur 80%, aber im Wesentlichen schlechte Leads. Und was bedeuten schlechte Leads? Die sind entweder zu schlecht ausgefüllt oder wenn sie ausgefüllt sind, dann eigentlich nicht finanzierbar. Ja, man kann irgendwie zwei IT-Gehälter haben, aber eine 11-Zimmer-Villa in Dahlem ist es dann doch nicht immer. Und wir müssen also VerbraucherInnen dazu bringen, mehr einzugeben. Das geht dann, wenn sie da mit der passenden Finanzierung belohnt werden. Das wird in Finn funktionieren. Und dann fehlt aber noch eine Komponente, die aus diesen voll ausgefüllten, quasi schon vorqualifizierten Leads auswählt. Und das ist die europäische Lead-Kategorisierung, die da aus der PAST-API rausfällt. Mhm. Und wenn ich mich dann auf die A-Leads konzentriere, sehen wir, okay, die konvertieren ja fast zur Hälfte, ist ja voll krass. Und ja, damit haben wir eigentlich die fehlende Zutat, ja, aus den großen Anzahl Leads, die ich wahrscheinlich habe mit meiner Reichweite, die wenigen guten herauszuziehen und da meine Zeit zu investieren. Okay, cool. Dann haben wir im Prinzip damit den Bogen geschaffen und haben einen Vorteil für die VerbraucherInnen geschaffen, relativ frühzeitig in ihrer Journey schon und den Vorteil auch für mich als VermittlerIn, um zu sehen, worum sollte ich mich denn tatsächlich kümmern. Gut, die interagieren da jetzt mit. Ja. Und das ist so ein richtig zuverlässiges Signal für Hotness. Wenn einer 3 Wochen lang immer wieder da unterwegs ist, dann meint er das ernst. Also da muss ich meine Zeit investieren. Ja, definitiv. Also die Gedanken kann man durchaus noch mal ein Stückchen weiter spinnen und dann auch noch mal Research betreiben. Das, was mir jetzt noch durch den Kopf geht, ist, wir denken bei einer Baufi der Zukunft an VerbraucherInnen, wir denken bei einer Baufi der Zukunft an VermittlerInnen und ich frage mich, ob wir den Bogen da noch weiter aufmachen können und da beispielsweise an MaklerInnen zum Beispiel auch denken. Die sind ja auch in der Customer Journey enthalten. Ob wir solche Infos und solche Gedanken dann vielleicht direkt auch schon mit Maklern auch teilen sollten? Definitiv. Also wir sehen ja gerade in der Finn-Entwicklung schon, okay, Finanzierung und Objekt drücken da näher zusammen. Also man kann dann in Finn auch Objektdaten erfassen, weil die passende Finanzierung gehört zum Objekt und nicht umgekehrt. Das wächst zusammen und gleichzeitig wird die Customer Journey von VerbraucherInnen nicht als so linear wahrgenommen, wie wir sie oft uns vorstellen, sondern die fängt ganz vorne an und da sind MaklerInnen die da fürs Vertrauen und für auch so ein bisschen weiterschieben in, ja, ich möchte dieses Objekt jetzt kaufen, helfen. Aber die leiden jetzt auch nicht gerade an zu viel Freizeit. Also auch da ist es wichtig, wer kann sich das Objekt eigentlich leisten? Na, kann man eine Einzelbesichtigung machen und alles schön und viel Zeit investieren? Oder wer will eigentlich nur mal wissen, wie eine Ärztevilla von innen aussieht, aber dann heißt es 2 Wochen vor einem Notartermin, die Bank hat Nähe gesagt. Ah, und das ist auch für MaklerInnen dann, naja, nicht so cool, Headshot voll ins Knie quasi. Also da muss man dann schon nochmal ran und auch da ist es total wertvoll, schon früh zu wissen, wer kann es leisten. Und auch für VerbraucherInnen, das ist auch enttäuschend. Man macht sich einen Traum und denkt sich schon rein ins Objekt und dann sagt die Bank, nee, das ist ganz gut vorher zu wissen, das kann ich mir eigentlich gar nicht leisten. Und ganz früh logischerweise auch für MaklerInnen interessant. Ja, cool, dann lass uns die Gedanken gerne mal weiterführen und mal dazu austauschen. Also können wir im Prinzip sagen, mit den richtigen Angaben von VerbraucherInnen haben wir die Möglichkeit, passende Finanzierung schon ziemlich frühzeitig in der Journey direkt auch anzuzeigen, auszuliefern. Wir können Lead-Qualifizierung ziemlich leichtgewichtig eigentlich im Self-Service den Verbrauchern quasi schon mehr oder weniger überlassen, muss ich mich noch gar nicht als VermittlerIn unbedingt mit beschäftigen, aber den Vorteil dann mit Nutzen, nämlich mit der Lead-Kategorisierung feststellen, um welchen Lead sollte ich mich denn tatsächlich als nächstes kümmern. Also im besten Falle meine Zeit noch besser investieren, um in der gleichen Zeit noch mehr Erfolg zu haben. Coole Gedanken, coole Ideen, lass mal weiter spinnen. An der Stelle vielen Dank, Mario. Danke euch.